Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public. Mit dabei Herr Voll und Zu von Poppe, der Paul, der Micha, der Manni, der Lukas und der Toledo, ein wunderschön. Hallo! Entschuldigung, wolltest du jetzt ein Ständchen singen für Herr von Poppes, oder? Ja. Okay, aber der hat sich gemutet, aus wahrscheinlich gutem Grund. Feuer Salamander. Mach Beine, Alter. Meine wieder zu. Ja, komm, wir sprechen über was anderes. Und raus bist du. Was machen wir denn jetzt mit unserem schönen Ölweg? Kaufen wir uns übergangsweise oder mieten wir uns übergangsweise eine Dolly dafür? Ne, wir haben doch... Wir besitzen ein Ölweg, den wir nicht ziehen können. Hallo Micha, es war gestern wirklich ein gutes Angebot. Es war ein verdammt gutes Angebot. 47% Rabatt. Und ich habe ihn nicht gekauft. Ich war's. Und wir waren uns gestern alle einig, dass es eigentlich ein geiler ÖLW ist, weil er 6 Kammern hat. Wir haben ja aber den 6. Jetzt muss ich gucken, was, um was wetten wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Ich kann nicht viel, Toledo, ne? Aber. Das ist richtig. Bis 16 kannst du noch, sagst du? Ich hab ihn mir heute noch nicht angeguckt, ne? Aber ich konnte mir von gestern bis heute merken, dass wir gesagt haben, 2 Kalk, 2 Saatgut, 2 Dünger, weil ansonsten wäre die Zahl 2-2-2 ungerade gewesen, hättest du 8 gesagt, weil die letzten 2 hätten wir nicht mehr füllen können. Weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. Wir mieten Fahrzeuge. Und wir haben einen Dolly gemietet, ne? Ja, bis wir uns den LKW kaufen. Ich wollte gerade sagen, was kostet denn der LKW? So viel. Wahrscheinlich. Für unseren jetzigen Kontostand. Ja, für unseren jetzigen Kontostand schon, aber vielleicht können wir ja. Also, ich würde mal 150 kalkulieren, wenn wir ein bisschen designen wollen. Okay. Vielleicht kann man ja erst den LKW kaufen und dann den Steier. Wie? Brauchen aber noch eine Beinpresse. Und die Ballenpresse vorweg, also 110 kostet die Ballenpresse, 150 der wäre danach das nächste Goal für den... Das brauchen jetzt wieder eine 500.000. Ja. Ja. Gut, eine 500.000 wird wieder eingekauft. Das ist schon eine Ansage. Das wäre auch mal ganz geil, ne? Das so tatsächlich so Pläne zu machen, was wann gekauft wird oder was wir in der nächsten Charge kaufen wollen. Das stellen wir dann tatsächlich in Discord, sagen hier, für die nächste 500.000 wollen wir das, das und das kaufen, wenn vorhanden, wenn 500.000 da, wird gekauft. Ja, warum nicht? Weißt du, was ich meine? Dann wissen alle, was die nächsten Ziele sind und ab wann es neue Maschinen gibt. Und kann man drauf hinarbeiten. Ja, also wir brauchen, also gut, dann fassen wir mal zusammen. Also die Ballenpresse müssen wir relativ kurzfristig, müssen wir gucken, dass wir die vielleicht heute noch zusammenkriegen. Ja. Aber dann haben wir 150.000 plus 250.000, also 400.000 für MAN und... Ich würde wieder eine 500.000 sagen. Ja, dann macht er immer so Kleinigkeiten, die man zusätzlich noch braucht. Ja, schadet auch nicht noch Geld dann auf der Kante zu haben, ne? Kann die. Also brauchen wir jetzt eine 500.000, dass es den LKW einen Traktor gibt. Wir können ja noch dazu schreiben, dass Vorschläge natürlich gerne willkommen sind, was danach in den Plan mit wandern soll. Dann machen wir das Ganze ein bisschen interaktiv. Gut. Perfekt. Ich würde direkt den Vorschlag unterbreiten, noch mehr Land zu kaufen. Aber ich schreibe das gerne noch in die Vorschläge dann rein. Was haltet davon, wenn wir unseren beiden Mähdreschern Feld 3 wehmähen? Auftrag. Manni, wenn du noch einen zweiten Drescherfahrer findest.
Dann gibt es 16.000 dafür. Ja, ja, wenn du noch einen zweiten Mähdrescherfahrer findest, lässt sich das mit Sicherheit machen. Ich brauche noch ein bisschen. Und dann kommt irgendjemand noch dazu. Ich bin noch gerade am Düngen und danach helfe ich dir Money. Ja, ist doch perfekt. Dann kriegt gleich schon ein Abfahrerspiel und dann passt das. Mit unserem Überladewagen. Nee, da würde ich lieber die beiden Drehschemel nehmen. Ich glaube, die machen mehr Sinn. Boah, die Überladewagen müssen für irgendwas einsetzen dann. Ja, für zweimal Kalk, zweimal Dünger, zweimal Saatgut. Kannst du schön damit zum Feld fahren und betanken. Das war super. Wir haben den tatsächlich gestern im Gebrauchtwarenshop gesehen. Ja, und, schon klar. Kannten den halt, also, haben ihn nie irgendwie wahrgenommen alle. Und ja, dann mussten wir halt einfach mal. Du weißt doch, wie das mit dem Public ist. Man muss hier auch einfach mal Geräte der Proben, die man sonst nicht so auf seinen Karten verwendet. Klar. Wie zum Beispiel die Güllebombe. Also die Gülle Selbstfahrer. Also kaufen wir gerade gleich demnächst noch den Tieranhänger. Der ist auch gerade für 58% weniger im Angebot. Wie viel? 58% weniger. 58? Ja. Welcher Tieranhänger denn? Der große. Oh, der große! Würde ich ja auch fühlen, ne? Manni, lass mich leben. Aber das Problem ist, wir brauchen. Also, ja, Micha, ganz ehrlich, würde ich fühlen, ne? Aber wir brauchen das Geld erst für die Presse. Nicht, das ist ein ÜLW. Kannst du da auch im Silo abladen. Na, ja, bin ich mir nicht sicher, wie das. Kalk rein. Ja, das Problem ist auch, ich bin mir nicht sicher, wie gut das Abladen läuft mit dieser langen Schnecke, die er an der Seite hat. Also, da wäre ich echt vorsichtig. Ja. Wenn ihr den mitnehmen wollt auf Missionstouren, weil ich glaube, das Rohr lässt sich ganz schön weit ausklappen, so wie das aussah in dem Shop, in der Shop-Anzeige quasi. Es ist aber auch nur hinten abladen. Aber du kannst auch nur hinten abladen? Ja, das geht nach hinten ganz raus. Okay. Ich habe, wie gesagt, ich habe mit ihm noch nicht gespielt. Ich wollte es nur anmerken. Ich habe Kartoffeln mitgemacht. Okay. Das Kartoffellager. Das Kartoffelabfahrer und dann gemacht mit für den als Lager und mit der Kartoffel. Als quasi Feldrandcontainer oder? Ja, den hat er ja, okay. Und dann in den großen reingeladen. Okay. Und so weit gefahren. Dann drehe ich nochmal eine Runde. Ja. In 29 Minuten beginnt übrigens die Aufnahme. Mhm. Sehr gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Hast du einen Kalendereintrag gemacht? Ich habe immer Kalendereinträge für die Aufnahme, ja. Ich noch nicht. Oh, das kann ich schon merken. Ja, ich kann mir das auch merken, Micha. Aber dann habe ich einfach die Blocker drin. Also ich habe immer für Sonntags, Mittwochs die Blocker drin, dass ich ja, einfach... Bei dir ist das auch ein bisschen problematisch, wenn du nicht da bist, jetzt bei mir. Ja, gut. Aber einfach nur, damit ich es immer drin stehen habe und nicht irgendwann so, ja, kannst du dann und dann, weißt du, dann scrollst du kurz durch den Kalender, guckst einfach nur, denkst so, ja, kann ich. Und dann stellst du später erst fest, ach so, nee, ist irgendwie doch doof gewesen. Ja, alles gut. Wie hab ich hab schon seit Jahren da einfach die Blocker drin. Bis irgendwie letzte oder vorletzte Woche hieß der Mittwochsblocker auch immer noch Aufnahmehof Neumann. Da wisst ihr also, wie oft ich diesen Blocker angefasst habe. Nie. Den habe ich im 19er irgendwann mal erstellt. Und dann war es das halt. Ne? Aber das Wichtige ist, er steht halt einfach irgendwie von 20 bis 22 Uhr drin. Und ich weiß, ne, der brauchst du nicht. Dann hast du halt einfach keine Zeit. Ja, genau. Wenn einer fragt, tut mir leid, guck mal, da steht schon was. So ist es. Was soll das denn, Micha? Wo bleibst du denn da stehen? Ich will hier an das Silo zum Vollmachen. Warum das denn? Oh, jetzt macht er die Kammer voll. Ja. 2, 4, 6, 8, 9. Also auf 11 müsste ich kommen. Perfekt. Da haben schon mal 14.600 Liter Saatgut drin. Hatten wir kein Saatgut mehr im Dings, oder? Im Silo war nichts mehr, da ist auch kein Dünger mehr drin. Ah, okay.
krass. Gut verbraucht worden. Ja, sehr geil. So, jetzt kaufe ich 2 Kammern Dünger. Nein, bin zu weit gefahren. Jetzt drehe ich noch eine Runde und mache die anderen Kammern noch voll mit Kalk. Hey, warum passt Ditte nicht? Weiß ich nicht, warum das Ditte nicht passt. Ditte sind 6 Meter, warum passt meine Bahn nicht? Hast du einen Versatz drin? Warum habe ich eine Lücke? Warum hat ein Versatz drin, Menno? Hat man gerne mal so einen 0,6 Meter Versatz oder so, ne? Und dann passt das plötzlich nicht. This makes no sense. Ja. This is bullshit. Wo wir gerade hier mit Englisch angefangen habt, ist auch ganz geil. Immer wenn meine Frau und ich über irgendwas sprechen wollen, was die Kids nicht hören sollen. Redet ihr Englisch? Manchmal versuchen wir es, weil es gibt einfach Vokabular, was uns nicht geläufig ist, aber yes, of course, we try it. Meine Eltern haben früher immer einfach Russisch geredet, wenn ich es mitbekommen sollte. Ja, kann ich nicht, ist schwierig, aber wir versuchen dann echt so, ne, irgendwie, Richtung Englisch zu wandern und das, da kam schon, ich krieg leider... Hier ist meine Grüßung. Mike, grüß dich. Ich krieg leider gerade keinen krummen Satz mehr hin, aber wir hatten schon die witzigsten Sätze zusammen gebastelt dann. Was würde ich stimmen? Englisch ist immer lustig, Grüße. Hallo Mike, Grüße. English for Runaways. Yes. Das hatte ich vor allem an diesem Wochenende. Wir hatten Schützenfest und du bist jetzt schon wieder nüchtern. Nein. Aber er kann dir mal die Aufschlüsselung der Getränke schicken. Da drehst du kurz mal um, Alter. Aber ich sag jetzt mal Vertretung von unserem König. Ah, geschafft. Die kommt aus Kanada und kann nur Englisch. Kannst du dir vorstellen, wie dieses Wochenende schön war, ihr klar zu machen, hör, wir haben jetzt zum Beispiel als Gastauftritt beim Ball einen Karnevalsverein und die sollen mit diesem Karnevalsverein zusammen auf der Bühne einen Tanz aufführen. Darling, hier, Tobias, the stage is yours. Als Jugendlicher geht es ja noch halbwegs. Aber wenn der König tatsächlich im Rentenalter ist, kein Wort Englisch kann und dann mit Händen und Füßen irgendwie ihr klar macht, dass sie mittanzen soll. Und dann you have to dance, Bühne. Baby. Dance. Ganz yes. Genau, es sah herrlich aus. Ja. Es sah einfach nur herrlich aus. Das lohnt sich. I'm a wash wheel German, ne? Fällt mir da nur ein. Aber ja, es ist. Aber Schatz, wo wir uns heute noch ganz kurz hören, hätte ich nochmal eine Frage. Hatte das eigentlich einen speziellen Sinn, dass du mir zweimal 0,25 oder sowas geschickt hast? So einmal 0,25 und danach noch x mal 0,25. Ich dachte so. Ja, gut. Das nennt sich T9, weil ich hatte nur einmal 0,25 und die restlichen waren 0,2. 0,2. Habe ich mich vertan oder hattest du wirklich 0,25 geschickt? Ich weiß es nicht. Ich hatte, das erste war 0,25 und ich habe jetzt im Nachhinein geguckt, anyway. T9 bei mir ist so super, der hat sich gesagt, komm, der hat so viel übers Wochenende getrunken, lass mal ein bisschen mehr. Also trinken. Auf die 0,5 kommst du dann auch nicht mehr drauf. An 0,05. Ja, stimmt. So, wie war das jetzt? Es war definitiv eine Differenz von, jetzt muss ich selbst noch nachgucken. Ist egal, aber die Blase ist gespült, sagst du, ne?
Also ihr habt nur Schnaps, der ist ja getrunken am Wochenende. Sind die Ballen denn jetzt Die Ballen, achso, ja, stimmt, die Ballen sind fertig. Ich fahre nochmal zurück damit, ich weiß gar nicht warum. Wir können abgeben eigentlich. Sorry. Sagen wir mal so, einmal 0,25 weniger als angegeben. Ja, alles ist gut. Uwe, gehen wir mit auf die 3? Nein, Schützenfest. Hast du Schnaps getrunken? 0,25 war das in den Schnapsgläschen. Nee, 0,25 Liter ist kein Schnapsglas. Das sind Schnapsgläser bei uns. Ja, Jungs, jetzt ist ja gut. Jetzt bettelt euch nicht mehr hier. Toledo, mit was denn? Zweiten Drescher und ich würde einen Abfahrer organisieren. Also wird jetzt erstmal mit dem Abfahrer runterknallen, dass Manni weitermachen kann. Das heißt, ich nehme den Drescher oder wie jetzt? Ja, wir können ja zwischendrin auch tauschen. Ich hätte nur jetzt gesagt, eben auf die Schnelle. Ja, für mich fein, sonst ich will jetzt Uwe aber nicht arbeitslos machen. Nein, alles gut. Machbar. Nee, also ich kann warten. Mein Vorschlag wäre jetzt gewesen, Feld 43, glaube ich, zu missionieren. Da hätte ich den Toledo auch für gewinnen können. Was ist denn die 43? Ballenpressen. Also wieder wenden, aber... Wir müssen mit Geräte annehmen noch, ne? Ja. Also ich weiß, dass du dieses Gerät aber mögen wirst. Erion? Yes. Oh ja, bin ich bei. Manni, ich bringe den Abfahrer. Uwe, also von Poppes geht dreschen. Van Poppes dreschen, ich Erion. Ich komm gleich zu dir und dresch dich. Hier ist ein arbeitsloser Mike, der keine Ahnung hat, was er machen soll. Den Drescher. Das ist mir scheißegal, ich will Serion. Welches Feld? Feld 3 bei Manni. Manni, welches Feld? Feld 3. 3, alles klar. Gut. Liebe Leute, während wir gleich Mike offstream außerhalb der Aufnahme kurz erklären, wo der Drescher steht, machen wir lieber schon immer Feiern. Wie immer, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Macht's gut, ciao. Tschüss. Ciao.